Willkommen zum Tagesordnungspunkt 33. Das ist die Aktuelle Stunde von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gute Nachricht für Hessens Auszubildende. Azubi-Card stärkt Berufsbildung und öffnet Türen. Drucksache 20-205. 5 Minuten Redezeit. Und ich darf erteilen dem Abgeordneten Martin von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Herr Martin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 49.900 Menschen haben in diesem Schuljahr eine berufliche Ausbildung in Hessen begonnen. Das teilte uns gestern das Statistische Landesamt mit. Das sind 1,6 % mehr als noch im Vorjahr. Und seit 2014 steigt die Zahl der Menschen, die eine betriebliche Ausbildung ergreifen, kontinuierlich an. Ich finde, das sind Zahlen, auf die wir hier im Haus durchaus stolz sein können. Wir können auch deshalb darauf stolz sein, weil diese Entwicklung nicht von ungefähr kommt. Diese Entwicklung ist Resultat von engagierten Unternehmen, die motiviert und bemüht ausbilden, die vielfältig auch um Auszubildende werben. Und sie ist sicherlich auch Resultat dieser Entwicklung aus einer Landesregierung, die den Unternehmen dabei unter die Arme greift und die Berufsausbildung Stück für Stück stärkt. Das Programm Wirtschaft integriert etwa erfreut sich großer Beliebtheit. Im vorangegangenen Schuljahr haben wir den Schulversuch Berufsfachschule zum Übergang in die Ausbildung gestartet. Und mit der Einführung des Schülertickets können auch Auszubildende für 1 € am Tag durch ganz Hessen fahren. Und jetzt folgt dann die Azubi-Card, eine Initiative der Hessischen Industrie- und Handelskammer, der Arbeitsgemeinschaft Handwerkskammern, der Landesärzte- und Zahnärztekammern und mit Unterstützung des Hessischen Wirtschaftsministeriums. Mit der Karte, die übrigens ab morgen dann erhältlich ist und zeitnah auch auf alle Auszubildenden in ganz Hessen ausgeweitet werden soll, erhalten Auszubildende Zugang zu zahlreichen Vergünstigungen in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur. Und damit eröffnet die Azubi-Card im wahrsten Sinne des Wortes Türen. 135 Türen, um genau zu sein, sind es im Moment. 135 Vergünstigungen lassen sich nämlich momentan auf der Website Azubi-Card Hessen finden. Es kommen noch einige hinzu, da bin ich überzeugt von. In Wahrheit sind es aber jetzt schon mehr, denn viele Unternehmen, Verbände und Kommunen übertragen einfach die Angebote, die sie sowieso schon haben, für Studierende etwa, auf Auszubildende, die Inhaber der Azubi-Card sind. Mit dieser Aktuellen Stunde möchten wir einerseits unsere Freude zum Ausdruck bringen über die gelungene Initiative. Ich möchte mich ausdrücklich beim Wirtschaftsministerium bedanken, dass es diese Initiative unterstützt. Gleichzeitig ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir gemeinsam Unternehmen motivieren, noch weitere Vergünstigungen anzubieten. Die haben neben diesem ganz praktischen Nutzen, dass sie den Geldbeutel von Auszubildenden schonen und ihnen eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, noch ein ganz anderes wichtiges Symbol. Es ist nämlich ein Zeichen der Anerkennung für Auszubildende in Hessen. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass mit dem Ausweis die Auszubildenden auch jederzeit ihre Azubi-Identennummer und die zuständigen Ansprechpartner bei den Kammern zur Hand haben. Zwei Fliegen mit einer Klappe könnte man das nennen. Und Stück für Stück wollen wir natürlich auch weiterhin über die Azubi-Card hinaus die Berufsausbildung in Hessen weiter stärken. Wir haben uns für die kommenden Jahre vorgenommen, dass wir unter anderem die berufliche Orientierung in der Sekundarstufe 1 weiter fördern werden, dass wir das Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung ausweiten werden. Wir wollen eine Ausbildungskampagne mit den relevanten Akteuren gemeinsam initiieren und uns vor allem auch dem Image der Berufsausbildung in Hessen widmen. Ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist. Wir werden uns darüber hinaus in allen gesundheitlichen Berufen dafür einsetzen, dass endlich eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird und endlich Kosten für die Ausbildung abgeschafft werden. Meine Damen und Herren, wir werden bei all diesen Vorhaben ein besonderes Augenmerk auf diejenigen legen, die in ihrer Ausbildung und davor und danach mit besonderen Herausforderungen zu ringen haben. Ich will abschließend sagen, wir sind hier in Hessen auf einem sehr guten Weg. Wir stärken die Berufsausbildung Stück für Stück. Denn die Berufsausbildung eröffnet Auszubildenden viele Türen. Genau das tut auch die neue Azubi-Card. Ich muss
abschließend doch eines noch eingestehen. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Ich bin ja selber auch noch Auszubildender neben meinem Landtagsmandat, allerdings in Niedersachsen, in Göttingen. Vom Schülerticket habe ich da noch profitiert, weil ich das auch als in Hessen lebender Auszubildender nutzen konnte. An die Azubi-Card komme ich jetzt nicht ran. Und wenn sogar ich, der ich aufgrund meines Mandats hier wahrscheinlich nicht angewiesen bin, auf Vergünstigungen neidisch bin, auf so eine Azubi-Card, ich glaube, meine Damen und Herren, da haben wir eine ganze Menge richtig gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Als nächster Redner hat sich gemeldet der Abgeordnete Scholz von der Fraktion AfD. Sie haben das Wort, 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Azubis, liebe zukünftigen Auszubildenden. In der Pressemitteilung der Fraktion der GRÜNEN ist zu lesen, die Azubi-Card stärkt die Berufsausbildung und öffnet Türen. Wir haben es schon gehört. Durch sie wird die duale Ausbildung attraktiver. Das ist ein Baustein im Wettbewerb um die besten Fachkräfte von morgen. Das klingt erst einmal sehr vielversprechend. Da gebe ich Ihnen recht. Bevor jemand allerdings neidisch wird, weil er vielleicht keine Azubi-Card bekommen kann, sollte er sich vielleicht fragen, wie attraktiv wird denn die Berufsausbildung an sich dank einer solchen Karte? Ein Blick auf die Website der azubicard.de hilft. Immerhin bietet die IHK Trier die Azubi-Card seit 2018 an. Und hier 135 Angebote, davon auch sehr viele von zwei bekannten Schnellrestaurantketten. Hat mich etwas verwundert, da doch die GRÜNEN nun sehr auf eine bewusste und gesunde Lebensweise fixiert sind. Gut, das sei dahingestellt. Ich habe meine Zweifel, dass diese 10% Rabatt für z.B. einen Hamburger, der dann 19 Cent spart, die Attraktivität von Ausbildungsberufen steigert. Schön wäre es, und das kann ich Ihnen als Lehrer sagen, an einer Wiesbadener verbundenen Haupt- und Realschule so gewesen, dass unser Handwerk ächzt geradezu aus Mangel an Nachwuchs. Ob jetzt diese Card es schafft, diesen Trend aufzuweichen, dass also mehr Jugendliche in das Studium gehen, statt in eine Berufsausbildung, wage ich noch zu bezweifeln. Wir halten diese Azubi-Card in erster Linie für ein politisches Placebo, mit dem Sie, liebe GRÜNE, sich nach außen groß in Szene setzen wollen und den Anschein erwecken möchten, schaut her, wir sind die einzige Partei, welche sich für die wahren Belange der Auszubildenden einsetzt. Mit Wählerwerbung kann man ja nicht früh genug beginnen. Oder vielleicht, meine Damen und Herren GRÜNE, ist es ja so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass Sie gerade diesen Menschen mit geringen Einkommen mit Ihrem Ökopopulismus ganz besonders hart treffen und belastet haben. Wieso ermöglicht Ihre Azubi-Card keinen Rabatt auf hohe Mieten, die getrieben werden von hohen sogenannten Energiemodernisierungsmaßnahmen? Warum ermöglicht die Azubi-Card keinen Preisnachlass auf die nächste Tankfüllung, da dank Ihrer Ökosteuer Volltanken nur noch etwas für Besserverdiener zu sein scheint? Wieso gibt es mit der Azubi-Card keine Sonderpreise für den elektrischen Strom? Dank Ihres Klima-Voodoo haben wir doch die höchsten Preise in Europa, und sie steigen tagtäglich. 344.000 Menschen wurde in Deutschland 2017 der Strom abgestellt. Dank grüner Politik hat man sie technisch gesehen in das 18. Jahrhundert zurückkatapultiert. Wie sieht es bitte aus mit dem Rundfunkbeitrag? Auszubildende können sich befreien lassen, aber nur, wenn sie BAföG oder Ausbildungsbeihilfe erhalten und nicht mehr bei den Eltern wohnen, gilt übrigens auch für Studenten.
Ein geringes Einkommen reicht leider nicht für die Befreiung. Wo ist hier bitte das große Herz für Azubis, Studenten und Geldverdiener? Wir, die AfD, sagt, richtig helfen, weg mit dem Rundfunkbeitrag. An keiner Stelle lässt das Projekt Azubi-Card erkennen, wo das Land Hessen einräumt, etwas zu rabattieren. Preise nachlassen sollen mal schön die anderen. Aber Sie, liebe Grünen, wollen sich heute hier dafür loben lassen, aber nicht von uns. Diese Azubi-Card ist nichts weiter als ein nettes Gimmick. Ich hoffe, dass sich da noch etwas tut, dass da etwas mehr dazukommt, aber alles andere als ein großer Wurf. Machen Sie sich doch bitte endlich einmal Gedanken darüber, wie Sie Geringverdiener durch eine vernünftige Politik entlasten und vor Altersarmut bewahren können. Oder besser noch, Sie überdenken auch einmal Ihre Mitwirkung in der Bildungspolitik in den letzten 5 Jahren. Allerdings hat hier natürlich die CDU es Ihnen auch sehr leicht gemacht. Aber was tut man nicht alles für den Machterhalt? Die Ergebnisse nach 5 Jahren schwarz-grüner Regierungsverantwortung ist das. Herr Kollege, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Ich komme gleich zum Ende. Ist, dass das Bildungssystem von einem 7. auf einen 10. Platz gefallen ist, dass 30% unserer Absolventen trotz Schulabschlüsse nicht ausbildungs- oder studierfähig sind. Ja, da haben Sie recht. Ja. Also, ich komme zum Ende, zum Schluss. Zeigen Sie endlich, und da spreche ich zu den beiden Regierungsparteien, dass es Ihnen wirklich ernst ist um die Zukunft unserer jungen Menschen. Schaffen Sie bitte eine Willkommenskultur für Auszubildende, die in unserem Land anpacken, es voranbringen und die sich ihr Leben aus eigener Kraft aufbauen möchten. Und degradieren Sie diese bitte nicht zu Almosen, Rabatt, Kartenempfängern. Herzlichen Dank, Herr Kollege Scholz. Nächster Redner ist der Abg. Eckert für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fachkräftesicherung ist eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Aufgabe für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, für Zukunftssicherung unseres Landes. Denn nur mit gut ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften in unserem Land können wir auch in Zukunft eine Chance haben, als wirtschaftlich starkes Land in der Mitte unserer Bundesrepublik hier in Hessen Wertschöpfung und Wohlstand für die Menschen zu erarbeiten. Und deswegen an der Stelle bei Ihrer Aktuellen Stunde, Herr Martin, Sie haben es angesprochen, ja, ein herzliches Dankeschön an die IHK in Frankfurt, die mit Beschluss der Vollversammlung am 27.09.2017 mit ihrem Maßnahmenpaket 3x6 beschlossen hat, 3 Leitziele mit Unterpunkten umzusetzen. Und eine davon ist die Azubi-Card. Da will ich dann einschließen die sämtlichen IHK-Organisationen, die das ja schon gemacht haben, ob das die IHK in Memmingen war im Jahr 2013. Nur damit man mal einordnet, sozusagen, wie wichtig das Thema für eine Aktuelle Stunde ist, zu sagen, was wir seit 2013 auch noch in Schwaben haben, die IHK in Trier im August des letzten Jahres, in Nürnberg und Mittelfranken und viele andere mehr. Es ist gut und richtig, dass die Kammern auch sich hier in Hessen dieser Initiative anschließen und deutlich machen, wir werben für duale Ausbildung. Aber es hat halt wenig mit dieser Landesregierung zu tun, meine Damen und Herren. Und deswegen wäre das eigentlich ein Thema für die Aktuelle Stunde gewesen, was wir als Land als unseren Beitrag dazu leisten können, duale Ausbildung attraktiv und interessant zu gestalten und dafür zu werben. Denn wir brauchen sie, sie ist notwendig, entsprechend für unsere Zukunft. Und wenn es um den Azubi-Card, um die Azubi-Card geht, will ich an der Stelle nur einmal an den Azubi-Ausweis erinnern, den unsere Schulen ausgeben, die Berufsschulen, wenn sie in einer vollschulischen oder dualen Ausbildung sind, einfach zum Sekretariat gehen, sich diese Bescheinigung ausstellen lassen, und auch damit gäbe es Vergünstigungen. So viel zu der Neuerung dieser Azubi-Card, meine Damen und Herren. Und damit bin ich z. B. bei den Berufsschulen.
Lassen Sie uns doch darüber reden und uns auch freuen, wenn die Landesregierung etwas dafür tut, wenn sie wirklich Berufsschulen in der Fläche, auch im ländlichen Raum, stärkt, wenn sie mit kleineren Klassengrößen dafür sorgt, dass berufliche Bildung in der Nähe des Ausbildungsplatzes stattfinden kann und nicht zentralisiert werden muss, wenn es eine Qualifizierungsoffensive gibt für unsere Berufsschulen, damit sie entsprechend, wenn wir eben über Digitalisierung geredet haben, auch den Auszubildenden die Kompetenzen mitgeben können, damit sie in einer Arbeitswelt von morgen standhalten können. Dann wäre es spannend, Herr Minister, wenn wir uns wirklich mit dem Thema berufliche Qualifizierung, berufliche Orientierung in den Schulen auch beschäftigen würden und dass wir endlich in Hessen dazu kommen, dass wir auch die Gymnasien damit einziehen und auch dort echte Berufsorientierung durchführen, meine Damen und Herren. Da wäre es dann spannend, wenn wir als Land echte Hilfs- und Unterstützungsangebote, wie z.B. der eine oder andere kennt es von mir, dass ich das Thema Berufseinstiegsbegleitung immer wieder betone, weil ich finde, das ist ein Instrument, in dem wir die Auszubildenden stärken und unterstützen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den Unternehmerinnen und Unternehmern Hilfestellung geben, damit sie bereit sind, gerade als Kleine- und Kleinstunternehmer, sich für Ausbildung stark zu machen und selbst auszubilden. Das wären Maßnahmen, die das Land wirklich mit umsetzen könnte, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann über A wie Ausbildung reden, dann, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns auch über B wie Bezahlung sprechen. Deswegen ist die Debatte auf Bundesebene so wichtig und so richtig rund um das Thema Mindestausbildungsvergütung. Sie ist notwendig und sie ist wichtig. Aber, meine Damen und Herren, wenn man sie will, dann muss man es auch richtig machen. Und dann darf man nicht wie die zuständige Ministerin irrlichternd zwischen Milchkannen mit 5G auf der einen Seite und dann Studien über Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf der anderen Seite ein Murks-Konzept vorlegen. Nein, meine Damen und Herren, dann muss man ein richtiges Konzept machen. Und dann ist der Hinweis und der Vorschlag des DGBs ein hilfreicher und richtiger, zu sagen, wir orientieren uns an den Tariflöhnen für Auszubildende und nehmen davon einen Satz, der als Mindestausbildungsgütung gezahlt werden wird. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass der DGB diesen Vorschlag eingebracht hat, und ich bin froh und stolz, dass wir das auf Bundesebene mit dem Bundesvorstand und dem Deutschen Bundestag vorantreiben wollen. Denn so geht Mindestausbildungsvergütung, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen an der Stelle auch noch einmal mit dabei auf den Weg geben. Der Lohn ist keine Sozialleistung, und Azubis sind keine Schülerinnen und Schüler. Auch deswegen kann man nicht Ungleiches miteinander verbinden, so wie das Ministerin Karliczek bisher vorhat. Und deswegen ist es richtig, auch dort Flagge zu zeigen, alternative Konzepte vorzulegen und deutlich zu machen, wer sich eben entsprechend bei der Entlohnung der Auszubildenden in die Büsche schlägt, der verhält sich zweierlei unfair. Auf der einen Seite unfair gegenüber den Auszubildenden mit mieser Entlohnung einerseits und andererseits all denjenigen gegenüber, die als Unternehmerinnen und Unternehmer ordentliche Tariflöhne zahlen, ordentlich mit ihren Auszubildenden umgehen. Und deswegen ist diese Mindestausbildungsvergütung, meine Damen und Herren, richtig, wichtig und notwendig. Herr Präsident, damit zum Ende meines Beitrages. Ich würde mich freuen, wenn wir hier im Landtag nicht nur über andere reden, was sie machen in der Werbung für duale Ausbildung, sondern uns tatsächlich darüber austauschen, was können wir noch weiter dafür tun als Land, um es wirklich voranzutreiben. Die Beispiele, ich habe ein paar angesprochen, sowohl auf Landesebene, aber ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich einfach auf Bundesebene positionieren würden als hessische Landesregierung und sagen, ein Weg wie der Mindestausbildungsvergütung ist ein richtiger Weg. All das würde helfen, Ausbildung in Hessen auch attraktiver zu gestalten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Eckert. Jetzt ist der nächste Redner Herr Dr. Naas für die Fraktion der Freien Demokraten. Lieber Dr. Naas, steht tief in Ihrer Schuld. Ich habe die Kärtchen ja auch vertauscht. Deswegen wären Sie eigentlich vorher dran gewesen. Ich bitte um Verzeihung. Sie haben jetzt das Wort. Das macht nichts, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. So ganz Unrecht hat der Kollege Scholz nicht gehabt. Man kann dem Wirtschaftsminister schwerlich vorwerfen, dass er es nicht versteht, mit einem guten Marketing gewisse Zielgruppen anzusprechen. Im Fall der Azubi-Card muss ich feststellen, dass es ihm gelungen ist,
mediale Aufmerksamkeit auf das Thema duale Ausbildung zu lenken. Und das ist gut und unterstützenswert. Die Frage, wie wir die hervorragende duale Ausbildung in Hessen weiter stärken können und damit auch den Fachkräftemangel bekämpfen können, muss uns jede Anstrengung wert sein. Die Azubi-Card kann einen Beitrag leisten. Und es ist gut und richtig, unseren Auszubildenden damit auch zu zeigen, dass sie uns genauso wichtig sind wie die Studenten, die oft Vergünstigungen erhalten, die Azubis nicht gewährt wird. Aber, lieber Herr Staatsminister, wenn ich mir dann so die Homepage angucke, und ich habe dem Kollegen Martin gut zugehört, der sprach ja zutreffend davon, dass das mit Ihrer Unterstützung alles erfolgt sei. Wenn ich mir dann die Seite angucke, die wirbt mit satte Rabatte für hessische Azubis. Da begrüßt mich aber nicht der Kammerpräsident, sondern da begrüßt mich im vertrauten Du der hessische Wirtschaftsminister. Das sieht etwas anders aus. Da ist nur noch unter Kleingedruckten von den Kammern die Rede. Und insofern ist der Vorwurf des Marketings hier wirklich nicht ganz unberechtigt. Und, lieber Kollege Martin, wenn ich mir dann so angucke, was es da für Vergünstigungen gibt, und sehe, die Hotelbar im Grand Hotel Hessischer Hof in Frankfurt, da gibt es zwei Getränke zum Preis von einem, da muss ich sagen, haben Sie ein bisschen die Bodenhaftung verloren und sind vielleicht auch als Grüne endgültig in der Oberschicht angekommen. Aber ich sage es gleich, mich stört es nicht, denn viel hilft viel. Und wenn man die Auswahl hat, Vielfalt gehört dazu. Ich sage Ihnen, 20% beim braunen Kundendienst für Herrenrasierer und Bartschneider und 10% im Kirschhöfer Kegelstübchen in Weilburg sind mir persönlich lieber. Aber Spaß beiseite. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, das Thema hier in einem etwas größeren Rahmen zu beleuchten. Denn es geht um eine der größten Herausforderungen für unser Land. Und auch das ist schon angesprochen worden, der Fachkräftemangel. Es reicht nicht, wenn man nur eine Karte für satte Rabatte anbietet. Wir vermissen die über die Azubi-Card hinausgehenden Aktivitäten der Landesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was tun Sie gegen die Verlagerung und die Zentralisierung von Ausbildungsklassen, die von der Aufnahme einer Ausbildung abhalten? Was tun Sie gegen die altertümlichen Ausstattungen in den Lehrwerkstätten der Schulen? Wir sind gerade von der IHK noch einmal darauf hingewiesen worden. Was tun Sie für die Digitalisierung der Berufsschulen, die oft das letzte Glied sind in der Schullandschaft? Und da würden wir uns mehr wünschen. Wir Freie Demokraten sehen im beruflichen Abitur eine große Chance, die Berufsausbildung und die Hochschulqualifikation klug zu verbinden und eine Berufsorientierung junger Menschen zu erleichtern. Wir setzen uns dafür ein, dass der Handwerker bei Eignung für die Meisterprüfung und Ausbildung genauso gefördert wird wie der Student für den Master. Und der Beginn einer Ausbildung soll und darf nicht die Entscheidung gegen ein späteres Studium sein. Unser Ausbildungssystem muss durchlässig bleiben, damit jeder nach wie vor eine Chance hat. Wir Freie Demokraten fordern außerdem, duale Studiengänge nach dem Vorbild des Studiums Plus auszubauen, um wissenschaftlich fundierte, aber auch praxisnahe Ausbildungsangebote zu stärken. Und zum Schluss, um den Mittelstand sowohl im Handwerk als auch in der Industrie zukünftig gerade auch Fachkräfte im ländlichen Raum zu sichern, ist es sehr, sehr wichtig, dass dezentrale duale Studienangebote ausgebaut werden. Das hat der Kollege Eckert völlig richtig gesagt. Und ich komme zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Die duale Ausbildung
und das duale Studium müssen attraktiver werden. Wir müssen den goldenen Boden, den das Handwerk in Hessen nach wie vor hat, mehr in den Vordergrund stellen. Diese gemeinschaftliche Aufgabe müssen wir gemeinsam angehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Naas. Nächste Rednerin ist die Abg. Birgit Heitland für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Eine funktionierende Gesellschaft ist angewiesen auf eine branchenübergreifende und ausreichende Versorgung mit Fachkräften. Und ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den handwerklichen Betrieben, im Bereich der Pflege, auf dem Gesundheitssektor, in der Betreuung, in der Industrie und Fertigung und in vielen anderen Bereichen könnte unsere Gesellschaft nicht überleben. Dem Fachkräftemangel treten wir, die schwarz-grüne Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, daher entschieden entgegen. Ich habe jetzt zweimal gehört, wir würden an der Stelle wenig tun, zu wenig tun. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben wir eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Ich erinnere einmal an das Bündnis Ausbildung Hessen 2015 bis 2019. Ich erinnere an die qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule, das Ausbildungsprogramm, das Hauptschülerprogramm, die Initiative Bildungskette. Ich habe schon einmal an der Stelle über dieses Thema geredet. Insoweit weiß ich das noch sehr genau, dass ich das schon vermittelt habe. Das sind alles Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben. Und auch im Koalitionsvertrag für die 20. Wahlperiode haben wir uns erneut zum Kampf gegen den Fachkräftemangel, die Auswirkungen des demografischen Wandels und zur Förderung der Ausbildung bekannt. Und so setzen wir uns beispielsweise für eine Kostenfreiheit der Ausbildung in allen gesundheitlichen Ausbildungsberufen und eine Ausbildungsvergütung ein. Und wir prüfen darüber hinaus auch im pädagogischen Bereich, sprich bei der Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher, dass wir es hier eben entsprechend auch umsetzen und installieren können. Durch flexible Ausbildungsmodelle und gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen wir so den jungen Menschen in Hessen eine Berufsausbildung, verhindern auch unproduktive Warteschleifen, wenn der NC nicht ausreicht, und erhöhen nachhaltig die Attraktivität von Ausbildung. Die duale Ausbildung, meine Damen und Herren, ist ein Erfolgsmodell. Sie verhindert Jugendarbeitslosigkeit, sie sichert eine bedarfsgerechte Qualifikation, und sie wird weltweit gelobt und bewundert an der Stelle. Eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Berufsausbildung ist natürlich auch ein guter Unterricht in modernen, gut ausgestatteten Berufsschulen, meine Damen und Herren. Und unser Ziel ist es, und da habe ich gerade auch anderes gehört, die Berufsschulstandorte in Hessen zu sichern und weiterhin natürlich eine wohnortnahe berufliche Ausbildung zu ermöglichen, meine Damen und Herren. So, und die Azubi-Card ist in diesem Gesamtpaket dazu ein weiteres Instrument. Und es ist bereits seit langem üblich, dass Kultureinrichtungen, Gastronomie oder Freizeitangebote Rabatte für Schülerinnen und Schüler oder Studierende gewähren. Und, meine Damen und Herren, wenn wir wollen, dass sich wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden, dann müssen wir also auch auf dem Sektor der Rabattierungsangebote für eine Gleichwertigkeit der Ausbildungswege sorgen. Und mit der Azubi-Card werden zukünftig rund 120.000 hessische Auszubildende Zugang zu solchen rabattierten Angeboten haben, meine Damen und Herren. Außerdem wird Ihnen die Karte ermöglichen, online auch Prüfungsergebnisse und Unterlagen abzurufen, wie es im Studium jetzt bereits schon Standard ist. Und so erhöhen wir die Gleichwertigkeit und stellen sicher, dass individuelle Präferenz die Grundlage einer Berufswahl ist und nicht die möglichen Vorteile einzelner Bildungswege. Das erreichen wir an der Stelle. Das ist fair, das ist gerecht, denn junge Menschen können sich somit für eine Karriere entscheiden, ohne im Nachhinein beim Schwimmbadbesuch, im Museum, um mal vom Hessischen Hof wegzukommen, oder sonstigen Freizeitangeboten gegenüber Schülerinnen und Schülern und Studierenden eben nicht mehr benachteiligt zu sein, meine Damen und Herren.
Nicht jeder muss studieren. Es ist tatsächlich unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass Ausbildungsberufe ein zentraler Baustein einer überlebensfähigen Gesellschaft sind. Und die Gesellschaft muss diesen Berufsfeldern den verdienten Respekt und die angemessene Wertschätzung entgegenbringen, meine Damen und Herren. Und die Azubi-Card ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb möchte ich mich abschließend bedanken im Namen meiner Fraktion bei der hessischen Industrie, den hessischen Industrie- und Handelskammern, den drei hessischen Handwerkskammern Wiesbaden, Frankfurt und Kassel sowie den hessischen Ärzten, Zahnärzten und Rechtsanwälten, die dieses Projekt gemeinsam mit uns ins Leben gerufen haben. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir können stolz auf das sein, insbesondere auch deshalb, weil wir Hessen wie so oft schon in der Vergangenheit mit großen Schritten vorangehen und als erstes Bundesland eine solche Karte einführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heitland. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Wissler. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregierung, gute Stimmung bei der FDP, schön. Die Landesregierung hat sich mal wieder etwas einfallen lassen. Nach der Ehrenamtskarte jetzt die Azubi-Karte, die Bonuskarte von Hessenagentur und der IHK. Was diese Karte den Inhaberinnen und Inhabern genau bringt, bleibt abzuwarten. Sie hat den Zweck, dass Auszubildende, Studierende und Schüler nicht nachstehen. Was Rabatte in Museen, Schwimmbäder oder auch Handyverträge usw. angeht, hat man bei der Vorstellung gehört. Aber diese Funktion, und darauf ist bereits hingewiesen worden, erfüllt allerdings heute schon in vielen Fällen der Schülerausweis, den ja jeder Berufsschüler, jede Berufsschülerin und damit jeder Azubi heute bereits erhalten kann. Von daher ist der Zusatznutzen der Azubi-Card etwas ungewiss. Auf der Website, wenn man da jetzt nachschaut, dann sieht man, dass es viele kommunale dass es viele Kommunen sind, die dort beispielsweise Ermäßigungen in Schwimmbädern, in Museen anbieten. Das ist gut und sinnvoll, aber das hat man halt bisher mit dem Schülerausweis auch bekommen. Und ansonsten eben Angebote von Bars und Hotels und Einzelhändlern, die natürlich das auch ein Stück weit als Werbeplattform nutzen. Also von daher ist die Frage, ob es eben wirklich in der Praxis so viel nutzt. Aber hinter der Azubi-Card steht der Versuch, die berufliche Ausbildung, die duale berufliche Ausbildung attraktiver zu machen, weil, so wird es ja immer gerne dargestellt, weil ja quasi alle jungen Menschen studieren wollten. Und das wird dann immer gerne zurückgeführt auf das vermeintlich schlechte Image der Ausbildung. Und deshalb starten Sie Werbekampagnen, bei denen Sie dann auch gleich noch für die Landesregierung selber werben. Und Sie beschließen Anträge im Landtag, dass Ausbildungen toll sind und dass sie dem Studium gleichwertig sind. Aber es ist eben nicht einfach der schlechte Ruf der Berufsausbildung, der die unattraktiv macht, sondern es sind an vielen Stellen schlechte Rahmenbedingungen und schlechtere Gehaltsaussichten. Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel verdienen nun einmal nicht so viel wie Lehrkräfte, die bekanntlich studiert haben. Und deshalb, was die Ausbildung wirklich attraktiver machen würde, das wären bessere Ausbildungsbedingungen, bessere Perspektiven, höhere Löhne für Ausgelernte, ja, und auch Mindestausbildungsvergütungen für Auszubildende, wie es die Gewerkschaften seit Langem fordern, meine Damen und Herren. Eine Gehaltsstudie aus dem Jahr 2017 besagt, dass ein Akademiker im Schnitt mit 31 Lebensjahren einen gleich alten Menschen bei Berufsausbildung bei dem bis dahin erzielten Lebenseinkommen überholt. Und bis zur Rente wird dieser Durchschnittsakademiker rund ein Drittel mehr Geld verdient haben. Und obwohl natürlich die Gefahr der Altersarmut auch bei Akademikern steigt und bei höher Qualifizierten, ist sie immer noch deutlich geringer, statistisch gesehen. Auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist angesprochen worden. Natürlich ist das ein Problem, wenn man sich vom Azubi-Lohn nicht einmal die Miete leisten kann. Dann ist das ein Missstand. Darauf hat die IHK bei der Vorstellung der Azubi-Card ja auch selber hingewiesen. Und auch über die Frage Qualität der Ausbildung müssen wir reden, und zwar besonders oft in den Berufen, die am lautesten über Bewerbermangel klagen. Wenn man sich den Ausbildungsreport 2018 der DGB-Jugend anschaut, dann sank die Zufriedenheit mit der Ausbildung bei den 15.000 befragten Azubis auf ein Rekordtief von 70%. Und besonders im Bereich der lebensmittelverarbeitenden Berufe und im Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es da hohe Qualitätsdefizite.
Und auch die Ausstattung der Berufsschulen, die ja so etwas wie ein Stiefkind des Schulsystems sind, auch die tragen nicht zur Attraktivität des Ausbildungssystems bei. Zwei Drittel aller Berufsschüler sagen, dass die Berufsschulen zu schlecht ausgestattet seien und keine zeitgemäßen Unterrichtsmaterialien hätten. Und da kann man jetzt natürlich eine Azubi-Card einführen. Okay, kann man machen, wird aber die tatsächlichen Probleme nicht lösen, meine Damen und Herren. Es wird darüber geklagt, dass die berufliche Ausbildung nicht attraktiv genug sei. Und natürlich gibt es in einigen Bereichen auch tatsächlich einen Bewerbermangel, in einigen Regionen, in einigen Branchen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es immer noch junge Menschen gibt, die keinen passenden Ausbildungsplatz finden. Und die Zahl der Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, ist weiterhin höher als die der unbesetzten Stellen. Die Angebots-Nachfrage-Relation in Hessen liegt weiterhin unter dem Bundesschnitt, und die Ausbildungsquote ist in Hessen erneut gesunken auf 4,4%. Deshalb, wir sind weiterhin der Auffassung, dass man eine Ausbildungsplatzumlage braucht, damit eben die Unternehmen, die ausbilden, auch wenigstens dabei unterstützt werden, weil es eben die Klein- und Kleinstbetriebe sind, die vor allem ausbilden, während sich viele große Unternehmen aus der Verantwortung stehlen. Deswegen brauchen wir eine Ausbildungsumlage. Wir brauchen eine stärkere Förderung von Ausbildungsverbünden, und wir brauchen auch mehr Ausbildungsplätze beim Land, weil der öffentliche Dienst sich ziemlich zurückgezogen hat aus der Berufsausbildung und bei weitem nicht mehr so viel ausbaut, wie das früher der Fall war. Und das, verehrte Frau Kollegin, ich muss auf die Redezeit hinweisen. Letzter Satz. Und das, meine Damen und Herren, solche Maßnahmen würden den Auszubildenden und solchen, die es werden wollen, mehr nutzen als eine Azubi-Card. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Herr Al-Wazir, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Koalitionsvertrag haben sich die Parteien, die die Regierung tragen, darauf verständigt, die berufliche Bildung weiter zu stärken und dies insbesondere auch durch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu tun. Wir verfolgen dabei das Ziel, die berufliche Bildung mit der dualen Ausbildung und dem System der beruflichen Weiterbildung als attraktiven Weg hin zu einer erfolgreichen Erwerbstätigkeit besser wahrnehmbar zu machen. Ich will bei der vielen schlechten Laune, die hier teilweise verbreitet worden ist, einmal darauf hinweisen, also wenn das keine schlechte Laune war, dann möchte ich Sie nicht schlecht gelaunt erleben, Herr Kollege Eckert. Aber alles gut, alles gut. Möchte ich einmal darauf hinweisen, dass das Statistische Landesamt gestern bekannt gegeben hat, dass zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Anfänger im letzten Herbst gestiegen ist, und dies, obwohl es weiterhin eine hohe Studierneigung gibt. Das zeigt, dass wir da schon auf einem sehr guten Weg sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein wichtiger Teil davon ist, die Steigerung der Wertschätzung, die der beruflichen Bildung entgegengebracht wird. Wir müssen es noch besser schaffen, die berufliche Bildung als qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Weg zu einer späteren Erwerbstätigkeit in den Köpfen, ich sage das ausdrücklich, in den Köpfen der jungen Leute und ihrer Eltern zu verankern. Und ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir weiterhin das einzige Bundesland sind, wo ein Realschulabschluss mit einer darauf folgenden beruflichen Ausbildung und einer Note von 2,5 oder besser den sofortigen Hochschulzugang bedeutet. Das heißt, wir können ausdrücklich sagen, es gibt im Bildungssystem keine Sackgassen mehr, egal für welchen Weg man sich entscheidet. Wir haben im letzten Jahr die Aufstiegsprämie eingeführt und jetzt sogar noch einmal ausgeweitet zu Beginn dieses Jahres bzw. werden das tun. Und auch an dieser Stelle zu sagen, für uns ist Bildung gleichwertig, egal ob sie auf dem beruflichen Weg passiert oder auf dem akademischen Weg passiert. Und die Einführung der Azubi-Card zielt in die gleiche Richtung, Steigerung der Wertschätzung und der Identifikation mit der dualen Ausbildung. Ich will das ausdrücklich sagen, mit dieser Idee sind die hessischen Industrie- und Handelskammern an uns herangetreten.
eine hessenweite, flächendeckende Einführung einer Azubi-Card. Unsere Aufgabe war es zunächst, die Aktion zu unterstützen und die Koordination der Initiative zu übernehmen. Ich will das einmal ausdrücklich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hessischen Landtag, das ist doch nicht meine Azubi-Card. Das ist die Azubi-Card. Das ist doch nicht die, ist die Azubi-Card der hessischen Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, der Landesärztekammer und der Zahnärztekammer. Sie können sich ja gerne an mir abarbeiten. Das ist ja okay, das ist bei mir in der Berufsbeschreibung dabei. Aber Sie machen doch gleichzeitig damit auch die teilweise ehrenamtliche Arbeit der Leute lächerlich, die sich tagtäglich für Ausbildung engagieren. Das kann doch auch nicht in Ihrem Interesse sein. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Naas? Nein. Keine Zwischenfrage. Nein, nein. Ich habe ja sehr genau zugehört. Ich will das ausdrücklich sagen. Diese Karte startet morgen, weil morgen der 1. März ist. Die Karte soll bei den Auszubildenden identitätsstiftend wirken, so ähnlich wie der Studierendenausweis völlig selbstverständlich ist und übrigens nicht vergleichbar ist mit dem Schülerausweis, weil man nämlich dann in eine neue Phase der beruflichen Bildung geht. Das ist genau der Unterschied. Man ist sozusagen nach dem allgemeinen Schulabschluss geht man in die eine Richtung oder in die andere Richtung. In dem einen Fall hat man eine Azubi-Card und im anderen Fall hat man einen Studierendenausweis. Genau das ist der Punkt. Ja, das ist aber ein Unterschied, liebe Kollegin Wissler, ob man quasi denselben Schülerausweis in der Hand hat, den man schon in der 5. Klasse hatte, oder ob man wirklich in eine neue Phase des Lebens eintritt. Sie können sich nicht vorstellen, vielleicht können Sie sich das nicht vorstellen, aber ich glaube, an dieser Stelle ist genau diese Frage Identitätsstiftung einer Identität. Ich bin Auszubildender, ich lerne was, und das ist gut so, und ich gehöre einer solchen Gruppe an. Das können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, aber das kann für junge Leute ganz schön wichtig sein. Und deswegen ein weiterer Punkt. Dieser Karte finden die Auszubildenden den Zugang zu den Kontaktdaten der Ausbildungsberater in den Kammern, sodass sie bei Problemen in Fragen rund um die Ausbildung diesen Kontakt immer griffbereit haben. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, weil wir haben ja viele Unterstützungsangebote, Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen, Ausbildungsbegleitung, aber oft kriegen die Leute das erst dann mit, wenn der Vertrag aufgelöst ist. Das heißt, jeder Azubi hat dann auch eine Beratungsstelle sozusagen immer im Portemonnaie, wo er sich hinwenden kann, wenn es ein Problem geben sollte. Und ich will Herr Minister, ich muss hier auf die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit hinweisen. Vielen Dank, Herr Präsident. Bei der Industrie- und Handelskammer wird dies sogar noch durch den Zugang zu einer Portallösung ergänzt, über den die jungen Leute Prüfungsergebnisse und Ähnliches abfragen können. Und zusätzlich gibt es dann auch noch den Rabatt. Aber da kann man vielleicht einmal sehen, wenn man das Ganze in einen gewissen Zusammenhang stellt, dass es besser ist, wenn wir uns insgesamt über die Frage auseinandersetzen, was wir alle gemeinsam für ein besseres Image der Ausbildung tun können. Ich will das ausdrücklich sagen. Herr Scholz, Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie Lehrer waren. Hoffentlich haben Sie nicht über Rechercheaktivitäten in der Schule unterrichtet, weil Sie haben die falsche Homepage gehabt. Also azubicard.de ist Industrie- und Handelskammer Trier, Azubicard Hessen ist sozusagen das Angebot, das die Industrie- und Handelskammern und die Kammern in Hessen jetzt anbieten. Ich kann Ihnen an dieser Stelle noch sagen, das ist etwas, was wir als erstes Bundesland flächendeckend anbieten. Ich finde, unterm Strich, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wirklich wert, dass man an dieser Stelle sich gemeinsam Gedanken macht, was wir dafür tun können, das Image von beruflicher Ausbildung zu verbessern. Und eines ist sicher, das geht nicht mit schlechter Laune. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nach Rabatte gibt es jetzt auch bei der Redezeit ein bisschen. Nach unseren Regularien wachsen allen Fraktionen 2 Minuten zu. In Anspruch nehmen möchte diesen Redezeitrabatt schon Herrn Dr. Naas für die Fraktion der FDP und dann die Vorsitzende der Fraktion der LINKEN, Frau Wissler. Bitte schön, Herr Dr. Naas. Herr Präsident, Herr Staatsminister, ich will nur auf eine Sache kurz replizieren, weil die Zwischenfrage leider nicht zugelassen wurde.
Da will ich doch nicht versäumen, doch noch einmal vorzulesen, was Sie hier schreiben. Denn man hat in der Tat einen anderen Eindruck, wenn man das hier liest. Man hat nicht den Eindruck, dass es die Azubi-Card ist, der Industrie- und Handelskammern zusammen oder in Verbindung mit dem Wirtschaftsministerium, sondern man hat umgekehrt hier den Eindruck, dass es die Azubi-Card des Wirtschaftsministers ist. Da heißt es nämlich hier, liebe hessische Auszubildende, wir als Landesregierung und die für euch zuständigen Berufsausbildungskammern und so weiter möchten euch mit der Azubi-Card, ja, aber an erster Stelle steht doch er, und auch nur er ist auf diesem Bild, und auch nur er unterschreibt. Da hätte es zur Fairness gehört, dass man die anderen mit aufnimmt. Insofern stimmt das schon, was die Vorredner gesagt haben. Es ist auch ein Fall der PR hier für die Landesregierung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Naas. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Wissler. 2 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister, also als allererstes Mal, es hat überhaupt niemand gesagt, dass die Azubi-Card schadet. Und es ist bei dieser Landesregierung ja schon mal eine ganze Menge, wenn eine Maßnahme nicht schadet. Es hat niemand gesagt, dass man das nicht machen darf, sondern es wurde die Frage gestellt, welchen Nutzen sie wirklich hat und ob es nicht Möglichkeiten gäbe, die Auszubildenden durch andere Maßnahmen wirksamer zu unterstützen als durch eine Azubi-Card. Und als Zweites, wenn Sie jetzt sagen, es ist ja gar nicht Ihre Azubi-Card und nicht die Azubi-Card der Landesregierung, sondern die IAK, der Kollege Naas hat ja schon darauf hingewiesen, da fragt man sich schon, wenn man auf die Homepage geht, dann lächelt einen dort ein Tarek Al-Wazir an. Ein Tarek Al-Wazir, der sagt, wir als Landesregierung unsere Azubi-Card. Da lächelt einen auch nur ein Tarek an. Kein IHK-Präsident, kein Kassenärztliche Vereinigung, niemand. Da lächelt ein Tarek und begrüßt stolz, dass es hier eine Azubi-Card gibt. Und deswegen finde ich, den Vorwurf muss man sich dann schon gefallen lassen. Hätten ja auch ein Gruppenbild machen können mit allen Partnern der Azubi-Card, hätte man ja auch machen können. Und den Vorwurf finde ich, müssen sich dann schon gefallen lassen, dass es auch ein bisschen um die eigene Profilierung geht. Also den können Sie schon nicht wegwischen. Vielen Dank, Frau Wissler. Nächster Redner ist der Abgeordnete Eckert für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Eckert, 2 Minuten für Sie. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Minister, Sie müssen es irgendwann einmal lernen. Kritik ist Kritik und einfach keine schlechte Laune. Wenn wir Sie kritisieren, müssen Sie es einmal ertragen und nicht immer hier mit diesem Gestus kommen, ach, Sie haben schlechte Laune. Nein, wir kritisieren nur, was Sie tun oder vielmehr, was Sie nicht tun, Herr Minister. Und deswegen war es ja eben in der Debatte eigentlich zumindest bis zu Ihrem Wortbeitrag so, dass eigentlich alle Redner gesagt haben, dass diese Karte auf Initiative der Kammern eine gute Sache ist, aber halt eben, dass wenn man das als einziges Thema in so eine Aktuelle Stunde setzt, man sagt, es ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn wir uns ernsthaft über die Aufwertung von Ausbildungsberufen in Hessen unterhalten. Und dafür hat jeder, außer den zwei Regierungsfraktionen, ein bisschen Beitrag geleistet, was man noch alles tun könnte, um diesem Ziel näher zu kommen. Ich finde, da könnte man sagen, danke, dass ihr euch an diesem Wettbewerb beteiligt und eigene Ideen einbringt, aber nicht hier sich so hinzustellen, meine Damen und Herren. Und lieber Kollege Dr. Naas, beim Herrn Minister Al-Wazir werden Sie sich noch daran gewöhnen müssen, weil das ist ja auch nun mal nicht umsonst der einzige Minister, der sozusagen für die Social-Media-Aktivitäten, das auch Steuerzahlerskosten, ganz viele Aktivitäten betreibt. Das werden Sie noch lernen, dass überall, wenn Sie irgendwas sehen, was das Land Hessen unterstützt, den Minister immer wieder an jeder Ecke grüßen sehen. Von daher gewöhnen Sie sich daran. Aber trotz allem ist es ja richtig, dass diese Initiative gemacht worden ist.
Deswegen, Herr Minister, wäre es ja mal spannend gewesen, wenn Sie inhaltlich etwas dazu sagen würden. Wie wollen wir denn die Qualität von beruflicher Ausbildung in Hessen fördern? Wie wollen wir denn konkret, ich weiß, das müssen Sie mit Ihrem Ministerkollegen Lorz dann diskutieren, die Frage, wie wollen wir denn die Berufsschulen fit machen für das Thema Ausbildung 4.0, was wir heute Morgen schon diskutiert haben. Dazu, Herr Minister, das ist keine schlechte Laune. Das ist Ihr verdammter Job, dass Sie dazu etwas sagen und eigene Ideen vorlegen. Und nach Ihrer Rede kann man feststellen, Sie haben nur sich hingestellt und gesagt, alle kritisieren mich, das finde ich schlecht. Herr Minister, das gehört in der Tat dazu. Machen Sie Ihre Arbeit, und dann kriegen Sie auch Lohn von dieser Stelle. Wenn Sie entsprechend ordentliche Vorschläge machen, unterstützen wir Sie gerne. Aber bitte nicht immer erst sagen, Ihr müsst mich erst einmal loben, und dann mache ich mir mal Gedanken, was ich mache. Erst die Arbeit und dann das Lob. So rum machen wir das weiterhin auch hier im Hessischen Landtag. Herzlichen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN der Kollege Martin. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst die Arbeit haben wir gemacht, Herr Kollege Eckert. Genau deshalb haben wir heute diese Aktuelle Stunde eingerichtet. Vielleicht habe ich als Neuling das ein bisschen falsch verstanden, was eine Aktuelle Stunde ist. Ich auf jeden Fall dachte, man würde da immer ein aktuelles Thema aufnehmen, und zwar auch, wenn schon etwas passiert ist. Darüber können wir uns doch auch freuen, dass wir nicht nur Dinge fordern, sondern auch konkret etwas umsetzen. Das müsste Sie doch ganz besonders freuen. Und dann sind einige und insbesondere Herr Kollege Eckert darauf eingegangen, ich bin zum Glück lauter mit dem Mikrofon, sind darauf eingegangen, dass man nicht nur über andere reden wollte und sich nicht mit fremden Federn schmücken muss. Jetzt ist mir als Neuling durchaus in den letzten Debatten auch aufgefallen, was die SPD immer so tut und was sie auch in ihrer Rede gemacht haben. Sie haben den Großteil ihrer Rede damit verschwendet, sich an genau der Bundesregierung abzuarbeiten, in der sie selber angehören, liebe SPD. Was ist das denn für eine Art und Weise, hier über die Ausbildungspolitik in Hessen zu sprechen und uns dann vorzuwerfen, wir würden unsachlich an der Stelle sprechen? Vielleicht soll ich Ihnen noch einmal die drei Punkte, die meine Rede hatte, noch einmal darlegen. Punkt 1 war, was haben wir in den letzten Jahren bereits geschafft und wie hat sich das ausgewirkt? Ich habe z. B. gesagt, dass seit 2014 die Zahl der Menschen, die eine betriebliche Ausbildung hier in Hessen anfängt, kontinuierlich steigt. Dann habe ich über die Azubi-Card gesprochen, die jetzt kommt. Und dann habe ich einen Ausblick gegeben über das, was wir in den nächsten Jahren noch vorhaben. Damit habe ich übrigens, ganz im Gegensatz zu den Kollegen der AfD-Fraktion, auch konkrete Vorschläge gemacht, was man denn noch verbessern könnte. Sie haben allen Ernstes Menschen, die aufgrund eines geringen Einkommens gerne über Vergünstigungen verfügen würden, die haben Sie, ich habe es mir aufgeschrieben, damit degradiert zu sagen, das seien Almosenempfänger. Was ist das denn für eine Art und Weise? Das ist respektlos, und das verbitte ich mir an der Stelle. Lieber Kollege, ich weise nur auf die Redezeit. Ich komme zum Schluss, will auf einen Aspekt noch eingehen und mich an Frau Wissler an der Stelle widmen. Ich bin 23, habe einen Schülerausweis, und es ist wahnsinnig unbefriedigend, den vorzuzeigen. Und deshalb finde ich es eine ganz tolle Initiative, dass die Azubi-Card auch diesen neuen Abschnitt einleitet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Damit sind wir am Ende der Aussprache für diesen Tagesordnungspunkt angelangt. Ich stelle fest, dass die Aktuelle Stunde mit der Drucksache Nummer 20/205 damit abgehalten worden ist und möchte, bevor wir in die nächste Aktuelle Stunde eintreten, noch zwei geschäftsleitende Bemerkungen machen. Erstens, der dringliche Entschließungsantrag 20/254, den wir in der Aktuellen Stunde davor aufgerufen haben oder mit aufgerufen haben, geht, wenn ich es richtig verstanden habe, federführend an den KPA und mitberatend an den Digitalausschuss. Noch einmal festgehalten, so fürs Protokoll. Zweitens, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist jetzt ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN zum Thema Anhörung der Kulturschaffenden aus Soziokultur und darstellender Kunst, Drucksache Nummer 20/262. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 46 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 24 zu diesem Thema aufgerufen werden.
Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag von Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Fraktion der CDU, der gemeinsame Bahnübergang Rüdesheim für Bundesgartenschau fit machen. Drucksache 20-263 wird hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 47 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit dem Top 19 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem ist eingegangen und auch an Ihren Plätzen verteilt ein weiterer dringlicher Entschließungsantrag, nämlich ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Rückzug aus dem IN-Gesundheit, aus dem INF-Vertrag, Drucksache Nummer 20-264, wird hier auch die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 48 und kann, wenn dem denn niemand widerspricht, mit Top 20 zu diesem Thema aufgerufen werden. Und gleich haben wir es. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Fraktion der CDU, Gewaltschutzarbeit sicherstellen, Istanbul-Konvention umsetzen, Sozialbudget absichern. Drucksache Nummer 20-265 wird die Dringlichkeit bejaht. Ist der Fall, dann wird dieser Top 49 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 26 zu diesem Thema aufgerufen werden. Noch sind wir nicht ganz am Ende. Eins habe ich noch. Außerdem ist eingegangen und auch an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Klimaschutz und Energiewende weiterhin erfolgreich und bürgerfreundlich gestalten. Drucksache Nummer 20-266 wird die Dringlichkeit bejaht. Ist der Fall. Dann wird er Top 50 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 25 zu diesem Thema aufgerufen werden. So viel zu den Bemerkungen.